Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Bayonetta, Kapitel 10, Paradiso, ein Sternenmeer. Ja, mit dem Ladebildschirm of Doom, mit einem Trainingsbereich und so drin. Yeah. Und so, wann geht's los hier? Hallo, wann geht's los? Dun. Jean? Cereza? The little one? Tentacles? Why did it have to be tentacles? Also gut, wer außer mir dachte jetzt noch an Tentakel, Hentai? Hand heben bitte. Derweil hauen wir uns hier mal mit Joy. Und ja, sie hat mal wieder ein paar Flashbacks gehabt. Anscheinend war sie ja schon mal. Überraschend, überraschend. Doch was hat die Statue zu bedeuten, auf der die Namen Jeanne und Cereza eingraviert sind? Jeanne, wissen wir, ist die rote Hexe, die Hexe in Rot. Und Cereza ist die Kleine, die sie getroffen hat und die momentan bei Luca noch unterwegs ist. Und ich sauge hier mal wieder total. Aber wie gesagt, nebenher labern gerade und es ist gerade auch scheiße spät, ja. Ich hab heute normalerweise meinen Black Ops Männerabend mit den Jungs und der ist gerade vorbei und ich dachte mir, scheiße, die Leute haben morgen keine Folge Bayonetta, also setze ich mich jetzt hier hin und nehme euch noch die beiden Folgen auf, nachdem Montag ausgefallen ist, weil ich viel zu kaputt war nach der Animuk. Hey ho, verpiss dich, Joy. So, da geht sie hin, die Gute. Oh, das war's schon, okay. Kommt jetzt der Kampf gegen die Tentakeln? Tentakel, anyone? Erstmal geht's wahrscheinlich abwärts, oder? Ich kann auch hier Töpfe zerstören. Hier waren noch Töpfe und so. Erstmal Halos. Halos, Halos. So, rüber über das Löchlein. Ah, hier waren noch in der Sequenz Töpfe. Die sind verschwunden. Na gut, dann gehen wir eben da runter. Hui! Und Vigrid. Ah, ja, yeah, eine Stange, die ist doch bestimmt benutzbar. Aber doch nicht. Dann hauen wir halt zuerst die Engel. Und wir halten in der Luft. Ich muss ja ein bisschen mehr kombinieren, die Angriffe, damit ich mal einen höheren Kombo-Punkte-Zähler bekomme. So, alles zernichten, was wir sehen. Um möglichst viel Zeug abzustauben. Da oben gibt's irgendwas? Gibt's hier was? Hier gibt's vor allem über solche ich zerstöre dich oder ich hau euch Wände. Ah. Es gibt. Ah, wir müssen Zahnräder herstellen. Wahrscheinlich im Zeitlimit, oder? Oh, da kommen Engel. Okay. Hallo, Jungs. Ihr seid nicht so
gut drauf. Haha, von wegen... Oh, wir foltern dich, Baby. Hallo. Tröd. Wir haben auch die Tröte ausgepackt. Und... Ah, ein Zahnrad fehlt uns noch. Das ist da hinten irgendwo. Wir zerlegen mal kurz die Tische hier. Wir hassen Tische. Boah, Tische. Komme ich da rein? Nee, oder? Ich bin voll verplant, aber ich sehe schon, was geht. Hopp, den Feuerball nutzen wir hier für einen Ausweicher. Und oh, wir können ihn bestrafen. Bestrafen, das klingt so süß. Wie so ein kleinen Jungen, der was aus der Keksdose genascht hat, direkt vor dem Abendessen. Und in die Eisenjungfrau mit dir. Und bye bye, das nehmen wir mal mit. Bam. Ins Gesicht. Oder in dem Fall in die Wand. Was sagt denn die Uhr? Okay, alles klar. Oh mein Gott, natürlich ihr beiden. Es müssen ja ihr zwei sein. Oh, oh, oh. Und. Bitte weich aus. Ja, perfekt. Jetzt gib's ihm. Gib's ihm. Gib's ihm richtig dreckig. Ah, das war nicht die richtige Hexenzeit. Das war die durch Treffer verursachte Hexenzeit. Oh, stopp. Bevor ich mich jetzt hier verausgabe, werfen mich mir. Oh, verdammt. Keine gelben Mondlutscher mehr. Aber dann eben mehr Angriffskraft. Immer etwas. Habe ich noch einen kleinen, den ich mir geben kann? Ja, komm, machen wir. Huh? Okay, jawohl. Und jetzt rein da in das Scheißviech. Höp, ausgewichen. Und dann frikassieren wir den Feuerhund. Es ist doch ein Hund, oder? Es ist schon, dass es ein Hund ist. Also, ich persönlich sag mal, es ist ein Hund. Oh, du Behinderter, nimm das. Okay, drehen. Drehen. Was passiert? What the fuck? An die Szene kann ich mich beim besten Willen nicht mehr erinnern. Katze, Katze. Und dann rennen wir mal hier den... What? Toll! Ich wollte zurückspringen und es wurde mir ver... Ah, toll, danke, Spiel. Oh, toll, das ist... Ah, super, das Leben zu verlieren war es echt unnötig. So, und da war so ein scheiß Vogel. Ach, der ist mir jetzt egal. Ich bin so voller Hass gegen diesen Vogel jetzt. Was seid ihr denn für Fuckdinger? Behinderte Manta-Rochen. Halos. Halos. Halos.com. Random Werbung für Webseiten, die mich nicht kennen. Wie habe ich einmal diesen Kombo-Zähler so weit hochgetrieben in dem einen Level? Das war ja mal pervers. Oh, jetzt komm, weg mit dir. Argel. Oh je, da drüben ist eine Kapelle. Kann ich da wieder neue... Ich habe Platin bekommen für das... Okay, danke. Ich meine, ich nehme es gerne an, so ist nicht. Können wir was Tolles brauen? Nee. Ach, muss nochmal drücken. Ja. Das werde ich niemals blicken. Oh, hier ist auch damals auch der Stern, ja, sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal. Was gibt's hier noch? Es gibt einen großen runden Platz, der eignet sich für einen Bosskampf. Oh, ich muss das Maul aufmachen, aber hey, den machen wir nach dem Cut. Bis gleich.